jetzt kommt mein Moment. Ich kann die Maske abnehmen. Ich nehme etwas Kaffee. Und gute Wahl heute. Gute Wahl. Also, wir haben ja schon geredet, die Frage ist, was kann man im Moment überhaupt planen oder was kann man nicht planen? Ich glaube, das trifft alle Haushalte, dass man im Augenblick immer wieder neu entscheiden muss. So geht es uns auch. Wir planen gerade für den nächsten Gemeindebrief, also fürs nächste Quartal, und machen einen Plan A und machen einen Plan B. A ist das, was wir uns wünschten an Gottesdiensten, an Gruppentreffen, und Plan B ist das, was nachher realistisch wahrscheinlich rauskommt. So geht es auch den Nachbargemeinden. Ist leider so. Ja, langsam zurück zur Normalität kann man das ja eigentlich nicht nennen. Ich habe auch große Lust, ich hätte riesige Lust, dass das alles nochmal so wird wie vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren. Aber wir gewöhnen uns nach und nach dran, dass es alles ein bisschen sich verändert. Manche wenigen Dinge zum Guten, das wird ja auch immer zu Recht auch betont. Aber noch sind wir wie mit angezogener Handbremse. Leider. Der Klimawandel, ich glaube auch, dass man ihn besser als Klimakrise bezeichnen muss, ist natürlich auch von einem gewaltigen Ausmaß. Und wenn ich überlege, mich gibt es schon ein bisschen länger, Anfang der 60er Jahre bin ich geboren, 1973 gab es vom Club of Rome, gewann damals den Deutschen Buchpreis, das ist jetzt fast 50 Jahre her, die Veröffentlichung Die Grenzen des Wachstums. Da wurde schon einmal sehr deutlich gesagt, dass es ein Umdenken, ein neues Verhalten einfach geben muss. Wir werden neu ansetzen, wenn wir etwas weniger beschäftigt sind, glaube ich, mit der Pandemie-Frage und den ganzen Problemen, dass wir uns dem anderen zuwenden. In kleiner Münze, aber immerhin machen wir es hier so, dass wir hier demnächst eine Arbeitsstelle haben für ein freiwilliges ökologisches Jahr, sodass wir das Thema hier in der Gemeinde auch wachhalten, nicht nur in der Gemeinde, auch hier in der Gemeinderegion mit den 3 Nachbargemeinden. Ja, es ist erforderlich geworden, dass wir im Kirchenvorstand oder wir sagen ja inzwischen schon längst Kirchengemeinderat nachbesetzen mussten. Die Gisela Friederich, die hat nach vielen, vielen Jahren und toller Arbeit nun gesagt, so, jetzt ist Schluss. Das haben wir hingenommen und ja, mussten neu suchen und haben jemand Neues gefunden, Ulrich von der Wense, ein Jurist, der mit Frau und Kindern hier im Stadtteil lebt, hat sich bereit erklärt und er ist einstimmig gewählt worden und nimmt jetzt die Arbeit auf. Das freut uns. Abschied nehmen in der Corona-Zeit, gerade wenn es darum geht, dass jemand gestorben ist, der einem ans Herz gewachsen ist und der einem ganz dicht dran ist, geht. Man kann Formen finden, die, wie soll ich das jetzt ausdrücken, die würdevoll sind im kleinen Rahmen. Und das ist eben jetzt angezeigt. Wir hatten im letzten Frühjahr schon ja Zeiten, dass man mit 10 Personen sich versammeln konnte. Im Augenblick ist es erheblich mehr, aber ich finde, Rücksicht ist sehr geboten. Die Gespräche vorher können zum Teil am Telefon stattfinden, zum Teil mit einer Person in einem Raum oder ich habe es neulich gemacht, dass ich mit einem Angehörigen einen langen Spaziergang hier durch den Stadtteil, durch die Gärten gemacht habe. Das war auch eine mögliche Form. Und Abschied dann draußen, soweit es geht, nicht im geschlossenen Raum, sondern offen. Ich hatte den Eindruck, das ging. Eine Gedächtnis-, eine Erinnerungsfeier wird noch nachfolgen, wenn es dann möglich ist im Sommer. Something completely different, was ganz anderes jetzt. Man kann im Augenblick in der Arte-Mediathek eine durchgedrehte kleine Reihe finden. Von der BBC, glaube ich, ist das Detectories. Das sind Leute, die mit Metalldetektoren durch die Gegend gehen und alles finden, was im Boden ist und was Geräusche verursacht hat. Eine nette Reihe. Ich glaube, jedes Mal 25 Minuten eine Folge.
Typisch englischer Humor, sehr skurril, macht Spaß. Detectories.